Jetzt kommt eine großartige Frau zu uns. Und da kann ich auch gleich was zeigen, nämlich dieses, boah, ist das schwer, mindestens 4 Kilo, schwer. Ein Buch, das sich ausschließlich Susanne Wiedel widmet. Sue Wiedel, für die, die sie nicht kennen, ist legendäre Kaffeehausbesitzerin. Sie war mit Columbo, mit Peter Falk zusammen. Mhm. Sie war Wegbegleiterin von Andy Warhol. Sie war in den 60er, 70er Jahren eine begnadete Filmemacherin, Performancekünstlerin, Avantgarde-Ikone. Was soll man noch sagen, Stermann? Es passt eigentlich fast alles. Alles, ja. Sie hat sich nackt ausgezogen. Sie war Sexualität immer sehr aufgeschlossen. Ja. Und sie ist heute hier erschienen und ich muss sagen, ich habe selten eine Frau gesehen, die dieses Alter erreicht hat und immer noch so schön ist und so schillernd. Ich freue mich sehr und bitte beklatschen Sie sie, ich rede extra so lang, weil sie braucht ein bisschen vom Sofa hinten, bis sie vorne reintanzt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist die großartige Sue Wiedel. Schön, ihr nehmt hinten Platz. Liebe Sue, du hast dir deinen eigenen Rotwein mitgebracht, ja? Ja, meinen Freund, den Heinrich. Dein Freund? Ja. Das ist gut, das ist so, so hat Oskar Werner gesprochen. Mein Freund, der Heinrich, hat mir meinen Wein mitgebracht. Aber was heißt eigentlich Heinrich? Heinrich ist der, Heinrich du ist weißt der es nicht. Ist du, der Zweige. Du dummer Deutscher, Heinrich ist der Winzer. Heinrich ist der Winzer. Darf man gar nicht sagen, ja. Liebe Sue. Ja. Wie viel trinkst du eigentlich? Wie viel gluckerst du weg von solchen Gläsern? Na ja, das kommt drauf an. Da kannst du Stopp machen. Ach so, ich hätte dich eher auf plattelvoll eingeschätzt. Aber so kann man sich täuschen. Naja, als Kaffee. Manchmal, wenn ich auf Urlaub bin und so und der Ober schenkt nach, dann mache ich dann nur so. Und dann schenkt er gleich mehr nach. Dieses Zeichen, ja, ja. Einfach mehr. Wie sollen wir jetzt anfangen, den teilweise ja jungen Leuten, die uns zuschauen, dein Leben zu erklären. Sollen wir von Anfang an beginnen? Ich würde mal mit dem Clue-Wort Columbo beginnen, weil das kennen die Jungen auch noch. Du bist es 1000-mal gefragt worden. Peter Falk. 1000-mal gefragt. Oder? Naja, das ist schon sehr bekannte Geschichte. Und 1000-mal berührt. Stichwort Peter Falk. Wir haben ein Bild, wo die junge, schöne Sue Wiedel, heute immer noch wahnsinnig schön, aber damals doch jünger, wenn ich das so sagen darf, mit Peter Falk zusammen. Columbo-Darsteller. Schön, wenn die Bildregie so zack funktioniert. Ja, hier ist es. Das ist Sue mit Peter. Wie war die Beziehung, wenn ich mal so privat fragen darf? War das eine auch sexuelle Beziehung? Nein, das hätte ich doch schon vorher irgendjemand anderen gesagt, außer euch, nicht? Ich meine, das war eine Art Beziehung. Eine Art Beziehung. Ja. Man hat über die Künste gesprochen. War er Künstler auch, also abseits der Schauspieler? Nein, ich habe ihn Peter Falk kennengelernt 1963 in Wien. Da habe ich gespielt ein BDM-Mädchen unter der Regie von Otto Preminger. Ja. Dem berühmten Otto Preminger. Ja, naja, das braucht man nicht sagen. Unseren Leuten schon. Ach so. Das war ja voriges Jahrhundert schon, ja, stimmt auch. Und da hat er mich gesehen in der Kantine, wo ich als BDM-Mädchen dann mit den Zöpfchen hier war und so kurze Kleidchen hatte, so wie die BDM-Mädchen damals auch aussahen. Und also der war eigentlich richtig geil gemacht in der Kantine? Naja, das ist mir noch nicht so aufgefallen, dass das geil war. Aber da hat er mich dann angesprochen, weil er war eigentlich nur in Wien auf Motivsuche für Black Edwards, der einen Film gemacht hat, nächstes Jahr 1964, The Great Race. Und da haben wir uns dann aber eigentlich erst nächstes Jahr, dann hat er mich angerufen in Wien und da haben wir uns getroffen. Ja, ja, okay, aber was lief wirklich? Ja. Dann war es so, dass warst du die Geliebte von Peter Falk? Der war ja verheiratet. Ich habe ihm Zeichnen beigebracht. Ja. Okay, ich sehe schon, da komme ich keinen Zentimeter. Man kann ihn biegen und brenzen, wie man möchte. Du hast eine unglaublich schöne Hose an und auch schöne Schuhe. Ja, das ist der kleine Punk in mir. Ja. Ich habe extra für euch angezogen. Das ist wunderschön. Oder du warst Publikum. Du warst immer Du warst immer schon. Du
warst immer schon extravagant, auch, ich nehme mal an, dass auch in den 60er und 70er Jahren in Wien du eine sehr schillernde Figur warst, auch rein äußerlich schon, weil du immer schon einen großen Wert gelegt hast auf Mode. War das so im Grau, damals noch grauen Wien? Naja, da war schon sehr grau und alles grau in Wien und deswegen bin ich ja mit 19 Jahren ausgewandert nach New York. Aber wenn man in Wien sozusagen eine extravagante Ikone war, war man das in New York, dass er doch deutlich schriller war als Wien dann auch noch? Oder ja, war da man in New York dann eine von New York auch schon sehr schrill für New York. Ja? Also. Gab es einen Ort auf der Welt, an dem du nicht schrill und auffällig gewirkt hättest? Ja, vielleicht in Sri Lanka oder so. Ja. Sue Wiedel hat mehrere Filme vorgelegt, die Kultfilme geworden sind, unter anderem Unsichtbare Gegner. Ja. War das eine Zusammenarbeit mit Peter Weibel eigentlich? Und ja, also Bali Export? Peter Weibel, Berli. Ja, ihr Lebenspartner, kann man das so sagen? Seit 45 Jahren. Ja. Das heißt, er kam nach Columbo. Also er kam nach Columbo. Ja. Die Peters, die berühmten Peters. Okay, und in Unsichtbare Gegner hast du mehr oder weniger auch das Phänomen Conchita Wurst vorweggenommen. Du hast aus deinen Schamhaaren einen Schnurrbart gemacht. Das ist eine legendäre Szene, die wir gerne nochmal zeigen. Wirke, die zeigt sie auch hier. Der ist 11 Wochen im Flottenkino gelaufen. 11 Wochen? Ja. Fantastisch. Dann noch, wenn du erlaubst, ein anderer Ausschnitt, wo, ich glaube, Peter Weibel ist da auch zu sehen. Wie heißt der Film noch? Das ist der berühmte Film... Wärme muss unter die Körper oder so ähnlich. Mehr Wärme unter die Menschen. Mehr Wärme unter die Menschen. Genau. Sue Wiedel und Peter Weibel. Kannst du dich noch erinnern als das? Das ist doch wunderbar, oder? Ja, stimmt. Sehr schön. Eine Klingel nach einer guten Beziehung. Wiedel, Gastbuch, Sportfreunde Stiller, Sturm und Stille. Sehr zu empfehlen. Falls Sie noch ein bisschen Geld übrig haben in dem Monat, kaufen Sie sich, darf ich nicht sagen, legen Sie sich diese beiden künstlerischen Erzeugnisse zu.